Als Ort der kritischen Zuversicht arbeiten wir mit unterschiedlichsten Beteiligten an einer wünschenswerten Zukunft. Mit To Chin Kang stellen wir die Frage, wie digitale Technologie und deren Nutzung sich auf unser alltägliches Verhalten und unsere mentale Gesundheit auswirkt. Ich bin To Chin Kang, bin Grafikdesigner und Künstler, lebe und arbeite in Berlin und befasse mich mit dem Menschsein im digitalen Zeitalter. Ich glaube, dass wir uns in einer Zeit der virtuellen Allgegenwart befinden, also wirklich von Hyperkommunikation zu Remote-Arbeit, von Multitasking zu ständiger Erreichbarkeit, endlosen Feeds, ständig neuem Content. Ich glaube, das erschöpft uns als Individuum und aber auch als Gesellschaft. Die Mindfulness Bell ist eine physische Manifestation dieser digitalen Dinge, die Aufmerksamkeit von uns erhaschen wollen. Nichtsdestotrotz ist einfach die unbewusste Nutzung von Social Media und generell digitalen Medien und der Konsum dessen eher kritisch zu beäugen. Und darüber will ich auch gemeinsam mit der Stadtgalerie und den BesucherInnen diskutieren. Genau, und deswegen auch so ein bisschen mein Slogan: Nach Social Media kommt Mindful Media. Also es muss jetzt als nächstes müssen Medien kommen, die, mit denen wir achtsamer umgehen können. Ich ertappe mich oftmals selber, wenn ich morgens aufstehe und erstmal auf das Smartphone schaue und sehe da immer Parallelen zu meiner Oma, die damals ihre Gebetskette, ihren Rosenkranz benutzt hat oder durch ihren Rosenkranz gescrollt ist quasi. Und deswegen ist die Scrolling Prayer Beads, die ich erstellt habe, zusammen mit Trickreich eine Gebetskette für die Social Media Generation. Hat zwei Vorteile. Einerseits reduziert diese Gebetskette die Bildschirmzeit und andererseits erhält sie dieses wohlige Gefühl, dieses schöne Gefühl des Scrollens. Als ich mich mit unserer Zeit auseinandergesetzt habe, in der wir leben, mit der virtuellen Allgegenwart, bin ich eigentlich relativ schnell beim Atem gelandet, weil Atem ja die existenziellste Körperfunktion eigentlich von uns ist und die Kraft hat, uns zu verankern im Hier und im Jetzt. Und ich glaube, das ist wichtig, also diese Qualität wird immer wichtiger. Bei der Videoserie Do You Breathe When You Scroll? Habe ich mich selber bei der Smartphone-Nutzung gefilmt, und zwar nicht mit einer herkömmlichen Kamera, sondern mit einer Wärmebildkamera. Und es war einfach total spannend, auch selber zu sehen, was da mit meiner Atmung passiert ist. Also, dass ich etwas Digitales konsumiere und welche Auswirkungen es halt wirklich auf meinen auch physischen Körper hat. Bei der interaktiven Atemskulptur im hinteren Raum habe ich sehr eng mit Julian Hespenheide und Norm Wasmuth zusammengearbeitet. Norm Wasmuth ist ein Freund von mir, aber auch ein sehr begnadeter Computational Designer. Zur Erstellung des physischen Teils der Atemskulptur haben wir den Datensatz von dem Einschlagskrater Chicxulub benutzt.
den haben wir dann einfach eingeladen in ein 3D-Programm, haben das dort dann dementsprechend extrudiert und haben uns dabei eigentlich vor allen Dingen auf die deformierte Schicht vom Einschlag selbst konzentriert. Der Einschlag ist natürlich schon vor sehr langer Zeit stattgefunden. So lange Zeit, dass das eigentlich für normalen Menschen nicht irgendwie nachvollziehbar ist. Und wenn wir uns sozusagen den Zeitraum der Existenz eines Einzelnen auf diesem Planeten angucken, ist das natürlich im Vergleich extrem minim. Was uns zu der Frage geführt hat, wie viel Zeit ist genug Zeit, um Dinge zu machen, und wie viel Zeit ist zu wenig Zeit, Dinge zu machen. Der Ausstellungstitel 663.044.400 beschreibt die Anzahl an Atemzügen, die wir pro Leben zur Verfügung haben. Und soll auch nochmal verdeutlichen, dass wir 663.044.400 Atemzüge haben, um wirklich bewusst hier zu sein, hier auf dieser Erde.